Effizienz beim Maishäckseln stand im Fokus des neuesten Maschinenbauprojekts von Lehmann Agroforst aus Mattstetten. Ziel war es, einen Überladebunker zu bauen, der sowohl am Maishäcksler als auch mit einem Traktor eingesetzt werden kann. Bei der Suche nach dem idealen Fahrwerk wurde man bei einer Tandem-Variante des X-Trailer fündig. Dieser Anhänger für Wechselaufbauten wurde von Draxeltechnik aus Mettmannstetten erst als einachsiger Lenktriebachsanhänger für Hanglagen entwickelt. Bei der zweiachsigen Variante sorgt das Trailer-Drive-System von Paul Forrer an der vorderen Achse für zusätzlichen Schub. Beide Achsen sind mit einem vollautomatischen Lenksystem ausgestattet, was für Wendigkeit sorgt und ein Arbeiten im Hundegang ermöglicht. Das Bedienterminal erlaubt dem Fahrer den manuellen Eingriff ins Lenksystem. Beide Achsen sind am Pendelfahrwerk über je einen mittig aufgehängten Dreieckslenker mit dem Chassis verbunden. Beide Achsaufhängungen sind mit zwei Hydraulikzylindern abgestützt, wobei das Öl frei zirkulieren kann und so eine Bodenanpassung wie beim Boogie-Fahrwerk entsteht. In Kombination mit einem Neigungssensor konnte ein vollautomatischer Hangausgleich realisiert werden. Bei der Auswahl des Behälters musste auf die 9 Tonnen begrenzte Anhängelast des Häckslers 8500i von John Deere eingehalten werden, weshalb die Abschiebetechnik mit 30 Kubik Bunker von Fliegel zum Einsatz kommt. Die orange gefärbte Überladeeinheit mit Dosierwalzen und zweifach klappbarem Kettenelevator hat Fritz Lehmann selbst gebaut. Für einen flüssigen Ablauf der Ernte war eine Überladezeit von unter 3 Minuten gefordert. Die Funktionen des Anhängers werden hydraulisch angetrieben. Dafür sorgt eine direkt am Motor des Häckslers eingebaute Pumpe mit einem Fördervolumen von 180 Litern pro Minute. Die im Deichselstück integrierte Sensorik steuert die Betriebszustände Antreiben, Neutral, Bremsen komplett eigenständig. Der Fahrer kann sich voll auf die Arbeiten konzentrieren. Eine Herausforderung bestand darin, die Aufteilung der Hydraulikleistung je nach Betriebszustand zwischen den verschiedenen Verbrauchern aufzuteilen und mit den nötigen Prioritäten zu versehen. Realisiert wurde dies mit einem Ventilblock mit modernster Flow-Sharing-Technologie für alle Funktionen. Das neue Überladesystem bietet maximale Flexibilität und viele Vorteile. Wird das Erntegut direkt vom Feldrand mit Traktoren transportiert, können die Straßen auch bei klebrigem Boden sauber gehalten werden. Saubere Räder wiederum gewährleisten, dass die Futterverschmutzung minimal ist. Dank 710er Bereifung am Anhänger, dem Hundegang und der gelenkten Antriebsachse kann eine erhöhte Geländegängigkeit bei gleichzeitig optimaler Bodenschonung erzielt werden. Da der Anhänger nur leer zum Transit von einem Feld zum nächsten auf der Straße gefahren wird, kann mit geringem Luftdruck gefahren werden. Der Anhänger mit Wechselaufbau und die über Schnellverschlüsse angebrachte Überladeeinheit lassen für zukünftige Anwendungen viele Möglichkeiten offen. So könnten beispielsweise außerhalb der Maisernte-Saison Hackschnitzel mit dem Traktor mit großer Leistung an befestigte Waldstraßen transportiert werden. Oder der Abschieber könnte mit einem Streuwerk betrieben und so ganzjährig ausgelastet werden.